Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge von Monolords. Nach dem letzten Debakel, wo wir unseres Amtes enthoben worden sind, versuche ich es jetzt mal in der zweiten Staffel. Wir sind auch in einem ganz anderen Gebiet. Hier waren wir früher. Hier ist Nusslohe, da waren wir. Und jetzt sind wir hier Immenreuth. So, wollen wir unser Glück mal versuchen. Ich hoffe, dass es diesmal weitergeht als letzte Mal. Es kommt darauf an, was für Nachbarn wir haben. Letzte Mal haben sie uns ja angegriffen und dann wurde ich ja als Lord meines Amtes enthoben. So, dann gucken wir mal, was die Karte hier zu bieten hat. So, gucken wir mal hier drauf. Grundwasser zeigt sie nicht an. Ist aber nicht schlimm. So, Weizen sieht sehr gut aus. Ich muss dabei sagen, dass die das Spiel die Map selber zugewiesen hat. Und ich mal schauen muss, wo wir uns am besten... Wo ist denn da? Hier, wir haben zwei Handelspunkte. Wir haben da einen und da einen. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, wo ist unser... Da ist unser Lager. Breiten wir uns in der Mitte von der, Insel, sag ich schon. Breiten wir uns einfach in der Mitte von unserer Karte hier aus. So, da sind unsere Leute. Es wurde nichts eingelagert. Das ist nicht gut. Aber Vorräte haben wir. Gut. So, dann würde ich sagen, wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht hier noch eine Straße herziehen, so. Wo wir die ersten Häuser bauen. Dass wir nachher auch die Häuser so stehen haben, dass der Markt im Mittelpunkt ist. So, dann lasst uns mal die ersten Häuser bauen. So. Jetzt ist nur die Frage, können wir die nicht ziehen, die Häuser? Die gingen doch sonst immer zum Ziehen. Das kommt vielleicht auch noch in den nächsten Runden. Ah doch, hier, das geht doch, klar. So. So, guck. Das meinte ich doch hier. Ja, dann lasst uns noch mal neu anfangen. Ich reiß diese Häuser hier. Warte. So, diese reißen wir jetzt erstmal ab hier. So. Abreißen. So, und dann können wir nämlich direkt hier mit anfangen mit den Häusern hier. So, guck mal, so bis da. Und erstmal bis dahin ziehen. So, jetzt müssten wir nur drehen und dann haben wir aber ziemlich viele Häuser und alles kleine. Nochmal eine Runde drehen, nochmal. Das wären jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser. Ja komm, egal. Fangen wir mit den ersten Häusern an. So. Neue Nachrichten haben wir. Ja, das ist das gleiche wie letztes Mal. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur meine Rechte, meine Ehre gegen jenen zu verteidigen, die mir Unrecht tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdungen zu glauben, die manche einer über mich zu verbreiten scheint. Zurückschreiben, das geht noch nicht. Also beenden wir es einfach erstmal. So. Jetzt haben wir natürlich hier, müssen wir mal gucken, da ist jetzt der Wald.
Und wo haben wir die Tiere? Die sind hier unten. Okay. Dann müssten wir mal gucken, dass wir jetzt irgendwie... Hier ist ja eine Straße, dass wir jetzt hier mal anfangen mit... Na, wo ist es denn? Hier mit dem Sammeln. So, wir brauchen Holzlager, damit wir dann erstmal... Was haben wir nicht genug Material? Ja, gut, das ist natürlich nicht so gut. So, dann müssen wir doch hier nochmal Leiter abreißen. So. Mal gucken, ich weiß ja nicht, wie viel wir abreißen müssen. So, machen wir erstmal, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. 4 Höfe haben wir jetzt erstmal. So, hier müsste der Wald, nee, da können wir nicht wegmachen, weil da haben wir ja unsere Früchte. Sonst sind die nachher alle weg. So, setzen wir das Holzteil erstmal hier hin. So. Damit wir Bauholz kriegen. Damit Immenreuth so langsam wachsen tut. Hier haben wir schon... Ja, kostet 25. Versorgt die Siedlung mit Eiern, mit Gemüse. Ja, bleibt uns ja nichts anderes über. Werden wir wohl erstmal so machen müssen. So. Da wohnen jetzt schon Leute drin. Jo. Gut. Dann sehen wir erstmal zu, dass wir das ausgebaut kriegen. So. 5 Familien haben wir, die noch nicht am Arbeiten sind. Aber das ist auch, wie gesagt, nicht so tragisch. So, müssen wir uns langsam wieder rantasten an alles, was wir brauchen. So, Brennholzhütte, Sägegrube. Das müssen wir dann gleich erstmal alles irgendwie in die Reihe kriegen. Aber lass die Leute erstmal machen hier. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Ungeschützte Ware, ja, ich weiß. Sobald hier die Hütte fertig ist, können wir ja gerne auch hier weiterbauen. So. Dann bau du da schon mal. Dann müssen wir mal schauen hier. Hier muss auch Wald weg. Dann könnten wir nämlich hier rechts und links von der Straße Häuser bauen. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir den Marktplatz hinmachen. So, das ist fertig. Da setzen wir schon mal einen rein, der halt arbeitet. Der uns schon mal ein bisschen Holz besorgt. So, haben wir hier, haben wir nichts. Das ist alles geblieben. Okay. Dann gehen wir da erstmal raus. Gesetze können wir noch nichts machen. Da ist auch noch nichts. Hat sich noch nichts geändert. Okay, dann sehen wir mal zu. Ich müsste denen vielleicht sagen, dass sie vielleicht erweitert, nein, doch, Arbeitsbereich erstmal hier alles wegmachen. Ja, ungeschützte Vorräte, ich weiß es.
So, was haben wir? Ja, es warten noch Leute auf Häuser, ich weiß. So, das hat ja hohe Priorität, Priorität. Und das auch. So. Ui, was haben wir denn jetzt hier? 6 Holz haben wir schon. 40 Steine und 20 Werkzeug. Gut. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht hier, wenn sie das alles so ein bisschen abgeholzt haben, dass wir dann da irgendwo hier noch eine Straße herziehen vielleicht. Hier so. So. Ich weiß jetzt nicht, wie geht hier nochmal die Straße weiter. Da ist sie, ne? Ja. Dass wir dann irgendwie hier, wenn die Bäume halt weg sind, dass wir dann Arbeitsbereich festlegen. Genau, dass wir jetzt erstmal hier die Bäume wegholen, dass wir da erstmal weiter bauen können. Und hier hinten, hier würde ich dann irgendwo den Marktplatz nachher setzen. Und zwar, dass dann hier so die Häuser drumherum gebaut würden. So, jetzt lasst mich nochmal gucken. Getreide oder Weizen war ja eigentlich überall nicht schlecht. Ne? Müssten wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwo hier schon so eine Farm dann hinsetzen. Das macht ja nichts, wenn die nachher auch in der Ortschaft ist. Das müssen wir gleich mal gucken. So. Noch mehr Häuser brauchen wir. Okay, das kriege ich hin. Ne, das war das Falsche. Hier Häuser. Nicht. Was? Fläche zu klein. Auch gut. Dann nicht. Dann machen wir eben hier die Fläche hin. So. Aber interessant ist es nur, dass da angeblich die Fläche zu klein ist, obwohl da vorher auch sowas war. Ne? Fläche zu klein. Ja, das ist natürlich jetzt schade, dass wir, egal, dann bauen wir da irgendwann mal eine Straße durch. So. Müssen wir nur mal gucken, dass wir dann hier auch einen Brunnen irgendwo hinkriegen. Na, ziehen wir hier schon mal eine Straße her. So, muss ja nicht immer ganz gerade sein. Das gab es ja früher sowieso nicht, dass hier so gerade gebaut wurden. So. Das ist alles zu klein da. Setzen wir mal hier einen Brunnen hin. So. Ja, die Vorräte werden das. Ich weiß es. So, müssen wir mal gucken, dass wir... Ne, Kriegsarmee will ich ja noch nicht. So, Lager. So, hier so ein... So ein... Teil hinkriegen und hier
Das ist jetzt Lagerhaus. Das Lagerhaus so daneben. Damit wir erstmal zwei zentrale Orte haben. So. Das ist ein Speicher, genau. So, das ist, wurde nicht eingelagert, wurde nichts eingelagert, ist ja auch nicht schlimm. So. Wie viele Leute haben denn jetzt noch kein Zuhause? Hier muss noch gebaut werden. Da auch. Da auch. So, der hat schon die höchste. Okay. Das müssen wir dann gleich erstmal schauen. So, was haben wir denn? Wir haben Mai. Dann wäre natürlich jetzt hier so eine Sammelhütte auch nicht verkehrt. Hier, Obst und Gemüse, wollte ich schon gerade sagen. So, hier, wo ist die? Da ist eine Sammelhütte. Ein bisschen drehen, damit wir da an die Straße kommen. Ja, dann könnten wir eigentlich, das ist ja gar nicht so weit weg vom Ort, könnten wir eigentlich die Sammelhütte hier so an den Ort bauen. Guck mal, das passt da sogar noch hin. Hier. So. Siedlung erhöht. So, was sind wir denn jetzt? Mal schließen. Jetzt sind wir ein kleines Dorf. Das ist ja schon mal gut. Oh, hier, jetzt haben wir, die sind auch schon fertig, die Lagerplätze. Schön. Das ist für Holz und das. Ja, und das ist für Lebensmittel. So, das ist. Vorräte. Ja, das sind die Vorräte. Schön, wo haben wir denn Nachricht? Was haben wir denn für eine Nachricht? Ja, das ist, dass wir eine starke Miliz brauchen, wissen wir. Das haben wir letztes Mal gemerkt. So, machen wir erstmal weiter. Was haben wir hier? Die Arbeiter finden an den Arbeitsbereichen nichts, was gesammelt werden könnte. So, welche, warte mal, da muss ich mal schnell gucken, welche sind das? Die hier, die Holzleute. Genau, so. Ne, das war der falsche. Hier, das ist so, hier Holz. Und zwar sammelt ihr jetzt hier. So, ein bisschen schneller machen. So, wo kann man das? Als Lager haben sie. Aus Lager haben sie schon selbstständig abgerissen. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Den verschieben wir mal hier hin. So. Damit wir da in die Ecke reinkommen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier dieses ganze Holz, das können sie alles abschlagen, bevor sie an anderen Sachen anfangen. So, 7 Leute, 3 sind am Arbeiten. Was haben wir denn am Bauholz? 7, 8. Ja, der verteilt das ja schon schön da. Und die bauen jetzt hier die Sammelhütte. Damit ein bisschen Essen reinkommt, weil viel Essen haben wir nicht mehr.
So, dann könnten wir hier auch schon mal wieder einen reinsetzen. Aber dann habe ich nur noch zwei Leute zum Arbeiten. Aber das ist auch nicht so tragisch. Wir bauen ja langsam auf. Und wenn wir Glück haben und uns keiner angreift, haben wir für die nächste Zeit genügend zu tun. So, hier gibt es Fleisch. Fleisch, da ist es, guck. Bäume, die für den Bau gefällt werden müssen, überschneiden mit dem Lebensraum von Tieren. Diese werden weiterziehen. So, nochmal. Bäume, die für den Bau gefällt werden müssen. Zweitens, überschneiden sich mit den Lebensräumen von Tieren. Ich habe doch auch jetzt, das brauche ich ja hier. Die, fürs Essen. Das braucht auch Hochjäger. So, damit was zu essen reinkommt. Stein und das brauchen wir alles noch nicht. Oh ja, die haben. Das Problem ist halt nur, dass zu wenige zum Arbeiten da sind jetzt im Moment. Nehmen wir mal hier einen weg. So. Hier liegt auch noch überall ein bisschen was rum. Das muss noch eingesammelt werden. Jäger ist fertig. Dann können wir da auch schon mal einen einziehen lassen. So. Einen. Gut. So, sein Gebiet ist ja da, ne? Das zeigt er jetzt nicht an. 41 Tiere. So, können wir ihm denn, ja, können wir ihm sagen, dass er hier sammeln soll? So, und wenn wir es schaffen, sieht unser Immenreuth schon so aus. Ich würde dann sagen, hier bauen wir dann auch irgendwie die Kirche hin und auch die Kneipe, weil meistens ist ja eine Kneipe neben der Kirche, ne? So, jetzt ist nur die Frage, wo bauen wir den Marktstand hin? So. Was zu essen hat die? Hat der bestimmt noch nicht gesammelt hier, ne? Nee, hat er noch nicht. Und da? Der hat nur das. Müssten wir gucken, dass wir hier mal einen reinkriegen, der das alles holt. Und da auch. So, dann hätten wir im Moment keinen, der irgendwas bauen kann. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir die Vorräte hier von dem Lager da reinkriegen. Ah, guck, die holen das jetzt alle. Das ist ja schon mal schön. Auch schön, dass sie mit Karren kommen. So, ganz prima. Was haben wir denn hier Immenreuth? Haben wir den ersten Punkt? Ach, wir haben einen Punkt. Was haben wir denn letzte Mal gemacht? Das haben wir nicht. Aber wir könnten den Flug nehmen für, ja, wenn ich das jetzt wüsste. Das ist Erweiterung für das Schafe, für Äpfel, Fallen. Verdoppelt die Kapazität von
Bärenbüschen Honig, neues Gebäude. Arbeiter sammeln Honig, pro Region können 2 gemacht werden. Aus dem Honig können dann nachher Kerzen gemacht werden. Hieraus kann verbesserte Tierverwertung gemacht werden. Aber da wir das ja im Moment eigentlich nicht haben, würde ich sagen, wir nehmen das hier. Wenn wir jetzt die Bauern anlegen, damit die da das Getreide besser hinkriegen. So, wir haben für 4 Monate was zu essen. Oh, die hat 41 an Früchten. Was hat der Jäger? Oh, der hat auch schon Essen. Cool. Und wenn die Marktleute, wenn sie nichts mehr zu holen haben, also nicht die Marktleute, aber die anderen, werden dann wohl hier weiterhin kriegen. Warte mal, die Holzfällerhütte. So kann weiter da gemacht werden. So. Ich nehme an, dass die Sammelhütte. Gucken, was der hier hat. Ah, guck mal, der hat sich auch schon Obst und Brot geholt. Jetzt haben wir nur noch für 3 Monate Lebensmittel da. Müssen wir gleich schauen. So. Der hat Lager, der hat schon Häute und Fleisch. Ich glaube, da kommt schon ein Händler. Oder nicht ein Händler, aber. Ah, guck mal, die holt das Fleisch nach dahin. Das ist schon mal auch schön. So, ich würde jetzt sagen, hier geht ja eine Straße durch. Hier. Ziehen wir hier auch eine her. So, von hier. So, hier rüber. So. Dann würde ich vielleicht sagen, dass wir den Marktplatz ...52 Stände, aber ...42 Stände. Ja, machen wir da hin. Egal. So, den hier sagen wir, wo, dass die jetzt hier erstmal den Wald abmachen, damit wir da was hinkriegen. So, der verkauft Brennholz. Brennholz haben wir leider noch nicht. Das müssten wir auch gucken, dass wir das kriegen. Aber ich glaube, die holt sich das Holz selber, oder? Ja, hier kann man auch nicht zu weit gehen, sonst sind die Tiere weg. Das müssen wir dann eigentlich unberührt lassen. Da sind die Früchte weg. Tja, bleibt uns ja nur noch vielleicht diese Straße hier weiter nach hier zu ziehen. So. Und dann gucken wir mal. Das ist Brennholzhütte.
So. Und das ist Bretter. Setzen wir mal hier hin. So, warte mal, Brennholz. Arbeiter fällen Bäume in der Nähe, um Brennholz zu produzieren. Arbeiter fällen Bäume in der Nähe, um Brennholz. Was? Ah, ja. Das war das ja auch, Brennholzhütte. So, Bretter. Arbeiter nutzen Bauholz, um Bretter zu produzieren. Ja, dann ist ja erstmal die Brennholzhütte wichtiger. So, für 3 Monate haben wir was zu essen. Da ist alles drin, was wir brauchen. Da ist Fleisch drin. So, jetzt müssen wir mal gucken, der macht Hühner. Der macht Karotten. Und der macht auch Karotten. Und dann sind wir schon fast pleite. So. Ja, der macht Karotten. Und den lassen wir erstmal noch nichts machen. So. So, dann gucken wir mal, dass hier noch eine Straße. Warte mal, die könnte, müsste näher an dem Ding vorbeigehen. So. Dann wäre das auch nicht schlecht. So, hier ist der Marktplatz. Da können Häuser hin. Müssten wir eigentlich auch mal wieder planen. Hier Häuser. Aber dann gucken wir erstmal, dass wir das so hinkriegen. So. Jetzt mal schauen hier. Wir haben August. So, dann würde ich mich erstmal von euch verabschieden und sagen, das war ein gelungener Start in die 2. Staffel. Hoffentlich kriegen wir nicht wieder Ärger, dass uns einer überfallen tut. Sonst kriegen wir das bestimmt alles hin. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Pfingsten. Und bleibt gesund und bleibt mir gewogen. Bis bald, euer Donny.